So. Die haben gerangelt. Oh, krass, die haben ja Ragdoll, die Leichen. Hast du bei Fallout, glaube ich, nicht, oder? Da hast du nur so ein Pseudo-Ragdoll. Hallo? Schrotmuni. Habe ich eine Schrotflinte? Nee. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Ohne Larve. So. Bevor die was Großes wird. Sehe ich nicht ein. So. Sind wir wieder in der Heimat. Dann gucken wir mal. Eigentlich müsste ja hier irgendwo eine Werkbank sein. Aber ein Tag ist ja jetzt noch nicht rum, ne? Eigentlich könnten wir jetzt noch nicht. Weil. Ach so, Alter. Ich wollte gerade sagen, waren das jetzt hier die Bösen? Ich stürze hier so lang. Du lebst! Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Ach, du lebst, Mensch. Papa spricht gerade mit Katja. Sie sind so nett. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich werden. Boah, die Knarre will ich haben. Die hat ein paar mehr Schuss. Danke für die Information, Katja. Ja. Aber ich habe noch eine die ist auch Frage. Cool. Natürlich. Wie kann man denn die Waffe wegstecken? Das muss ich auch ganz kurz gucken. Sorry. Ich überlege, fehlt ein bisschen Musik im Hintergrund? Würde das stören, wenn ich jetzt die Musik irgendwie, wenn ich Musik einfügen würde? Oder wäre das, also wäre das, würde das stören oder würde das irgendwie passen? Oder wäre das unterhaltsam? Weiß ich nicht. So, was wollte ich machen? Waffe wegstecken, ne? Schießen, zielen, Nahhand, Sekundär, benutzen, wegstecken, halten, H. Hä? Satzungstruppen. Was war ein H? Ah, das war. Und hier ist Gasmaske. Ciao. Also hast du nie irgendwelche Fremdensoldaten hier gesehen? Juhu. Das wollte ich machen. Cool. Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Vielen Dank, Artyom. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Die waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja, Onkel Artyom. Vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna. Na bitte, Artyom. Ach da. Ich sag ja immer, dass du froh sein kannst, mich zu haben. Wir können alle froh sein, Anna zu haben. Oh, warte mal. Extrem zielsicher. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. Oh boy. Mit einer echten Krankenschwester könnte uns niemand mehr aufhalten. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz umschalten, um mal was zu gucken. Ich sehe es nicht, shit. Bei mir ist der Chat schon wieder abgekackt. Deswegen muss ich mal ganz kurz hier auf den Laberbildschirm gucken. So, warte, ich mach das hier mal groß. Golfit, nee, also nicht Golf with your friends. Genau. Golfe, genau. Wenn es in angenehmer Lautstärke ist, wäre es okay. Hä? Ich kapiere meinen Chat nicht. Warte mal, ich stelle mal wieder um. Also bei meinem Dashboard, warum das nicht hinhaut? Wo kommt ihr her? Vom südlichen Ural. Vor ein paar Jahren. Ural. Moin. Hey, Artyom. Hast du die Besatzungstruppen schon gefunden? Das ist Cap Price. Schwanz, wenn du sie siehst. Ich will eine Knarre haben. Abgesehen von mir natürlich. Ich glaube, der heißt was sogar am Sam, genau. Wollen? Sie könnten die Brücke bombardieren, wenn sie wollten. Warum sollten sie hier eine Basis errichten? Sie wären bestimmt in einer Stadt, nicht in diesem Höllenloch. Wenn sie überhaupt hierher kommen wollen. Okay, das war falsch. Licht wollte ich machen, ne? Das finde ich lustig hier. Der Ami, der heißt Sam, also Onkel Sam. Ich weiß nicht, wie er hieß. Er hatte auch irgendwas richtig Typisches. Ich weiß nicht, ob er. Ist er chinesisch oder kasachisch? Ich glaube, eher kasachisch würde mehr passen, zumindest. Wie heißt er hier? Ich glaube, irgendwer war auch so deutsch angehaucht. Irgendwer hatte auch so eine deutschen Merkmale. Die haben mir so ein bisschen. Wir waren 15. Wir hatten jetzt gesprochen. Jetzt, ich wollte auf die Namen achten. Was muss ich jetzt machen? Miller, komm mal bitte her. Achso. Ich guck mal, ob ich gleich mal Musik anmache. Ob ich irgendwas finde. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt.
Hä, Katja hier hat uns? Heißt sie hier mit Nachnamen? Katja hier? Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jirma kriegt das nicht alleine hin. Alter, warum macht der so große Augen? Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Okay. Also, stürze ich mich jetzt zum Hafen und besuche Torm, oder was? Warte mal. Hä? Achso, Fragezeichen. Achso, doch, ja. Okay, gut. Gut, trotzdem würde ich gerne Werkbank vorher verdammt konsultieren. Wie soll ich das bloß hinkriegen? Zum Hafen aufbrechen. Ja, mach ich doch. Ich könnte den Zylinder ja austauschen, aber ich habe keinen Ersatz. Aber ich habe keine Ahnung, wie... muss ich den hier reparieren. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Normalerweise braucht man eine ganze Werkstatt, um so etwas zu reparieren. Du gehst also zum Hafen, um diesen Mechaniker zu suchen. Bitte, gib dein Bestes, denn ansonsten sitzen wir hier womöglich fest. No shit. Okay, ich weiß nicht, ob mein Chat schon wieder abgekackt ist. Sorry, ich schalte mal ganz kurz um. Wenn es denn angenehmer... Okay, alles klar, das war das Letzte. Also, nehme ich das jetzt als, dass ihr mich ignoriert habt. Hi, Artyom. Moin. Hallo, Artyom. Du warst großartig. Zumindest sagen sie das alle. In der Zwischenzeit haben wir uns hier verschanzt, haben auf die Besatzungstruppen gewartet, aber bislang gab's nur Geflügel und Vierbeine. Wir scheinen für sie nicht so interessant zu sein. Ach, und in der Ferne ein paar banditenhafte Typen. Okay, ich würde... Ja. Zumindest habe ich dort keine normalen Menschen gesehen, aber Mutanten gibt es da schon. Sei also vorsichtig. Ja. Artyom, die Geißel der Schwarzen. Das sieht immer voll lustig aus, wenn er lacht, angeblich. Die können nur hoffen, schnell genug zu entkommen. Ja. Ich finde das übrigens. Diese Katja, die Anna mitgebracht hat. Sie ist Krankenschwester. Vielleicht solltest du sie also mal nach deiner Wunde schauen lassen. Oh Gott. Eine gute Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen, weißt du? Ich dachte, jetzt kommt noch ein Spruch. Stepan hat sie mit seinem Charme bereits eingewickelt. Da habe ich keine Chance. Ich finde es übrigens lustig, dass wenn du hier einen Chat hast, oder wenn die... Chat. Wenn du hier irgendein Gespräch mit irgendwen hast, und dann irgendwer denkt sich so... Oder beziehungsweise, dann hast du da noch einen anderen Charakter so in Reichweite, wie ihn zum Beispiel, dass die dann so auch miteinander interagieren, so nach dem Motto, ja, hier, du bist jetzt nicht die Hauptperson nur, sondern, also es werden nicht nur Monologe geführt, sondern auch, Dialoge und auch Triloge oder wie auch immer. Artyom, gehst du zum Hafen? Ich muss jetzt Aljoscha entlasten, also kann ich nicht mitkommen. Seine Hand bereitet ihm immer noch Probleme. Ja, Mist. Also, dass Katja Krankenschwester ist, ist einfach perfekt. Das wird es umso leichter machen, Papa zu überzeugen. Ja. Ich werde später noch mit ihm darüber reden. Mach das. Übrigens will er sie nicht wirklich hier zurücklassen, da bin ich mir sicher. Aber er hat sich so in das Szenario mit den Besatzungstruppen hineingesteigert, dass er an nichts anderes denken kann. Also gut, du erledigst jetzt diese Aufgabe für meinen Vater. Sei nur vorsichtig da draußen. Du weißt, dass ich mir Sorgen um dich mache. Als ob. Sonst hättest du doch bestimmt mal ein gutes Wort eingelegt, dass ich nicht weg muss.
Moin. Darf ich rein? Gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ja. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Oh. Ein TH-Gewehr. Wow. Na, klingelt es? Nee. Ein Luftdruckgewehr. Aber es hat trotzdem Wumms. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken. Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich hab mein Bestes gegeben. Oh, shit. Also, trage es mit Ehre. Das ist ja krass. Und denke daran, hin und wieder vorbeizuschauen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Die Waffe kommt mir bekannt vor von Metro Last Light. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich muss mal gucken, du hattest da irgendeine bestimmte Taste. Ich weiß nicht, ob es Nachladen war. Für den Luftdruck. Nachladen war Maus 3. Ach, ich weiß nicht genau, wie es war. Wegstecken, halten. Werden wir sehen. Trotzdem würde ich eigentlich ganz gerne noch die Werkbank benutzen. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher, ob wir eine hatten. Moin da unten. Ich weiß nicht, hatten wir eine? Mal ganz kurz gucken. Nee, hier draußen hatten wir keine. Oh, Two-Way-Doors. Ah, ich glaube, wir hatten keine Werkbank hier. Zumindest weiß ich das nicht mehr. Egal, gut, dann gehen wir mal zum Hafen. Oh, keine Sorge, wir werden dann Teddy schon finden. Boah, er ist ja Macho-Boy hier. In Moskau nennen wir sie Dämonen und ihr nennt sie Gargoyles. Ja, ich frag mich schon, woher diese Dinger gekommen sind. Tja, die Strahlung, chemische Waffen und so, die Natur hat sich verändert. Ja, der ganze Planet ist jetzt hinüber. Kein Wunder, dass Silantius die Leute hier so in der Hand hat, wenn sie solche Dinge tagtäglich sehen. Arme Tröpfe, leben in der Dunkelheit und sterben auch so, von Krankheiten geplagt. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Aber Silantius wollte nichts davon hören, dass ich alle behandle. Er sagte, Gott holt sich, wen er will. Silantius kümmert sich nur darum, ihre Körper an die Fische zu verfüttern, sobald sie tot sind. Er sagt, dass das ihr sicherer Weg in den Himmel sei. Mhm. Ich versuchte, ihnen zu helfen, aber nein, das ist eine Sünde. Dann hat er uns in diesen Turm eingesperrt. Und eine dumme Taschenlampe hat alles nur noch schlimmer gemacht. Onkel Chris hat mir die Taschenlampe gegeben. Aber Silantius ist wütend geworden und hat sie kaputt gemacht. Das hat er. Und dann hat er Crest verflucht, sodass er sich am Hafen verstecken musste. Das ist eine Höhle von Tiermenschen. Daher kann Silantius ihn dort nicht erwischen. Er wollte auch, dass Mami ihn heiratet. Aber sie wollte nicht. Er ist alt und fies. Bah! Ja, das Evangelium der verdammten Fische sagt nichts über Heirat. Ich habe nur kurz mal einen Chat geguckt, weil mein Chat schon wieder abgekackt ist. Ich weiß nicht warum. Gekauft und wird heruntergeladen. Bringt ihr uns von hier weg? Sehr nice. Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Jetzt kommt nur die Frage, was für ein Internet du hast in Bremerhaven. So. Ja, wollen wir mal, ne? Ich hoffe nicht, dass uns hier noch wer anlabert. Dann können wir ja auch loslegen. Eigentlich wollte ich Musik anmachen, ne? Ich probiere mal was. So. Ich schwing mal hier rum. Ich hoffe nicht, dass mein Spiel jetzt abkackt. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So, gucken wir mal. Ambient. Music. Space, Dark. Harry Potter. Fantasy Mix. Ich mach mal Ambient Music. Afterglow Ambient Music Mix. Space Music. Ambient Music Live. Space Traveling. Infinite Das Problem ist aber, glaube ich. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz im Metro rein. Nein, nicht schnelles Laden. Schnelles Speichern wollte ich mal machen. Und dann mache ich mal Audio. Und dann Musik mache ich mal komplett raus. Wenn das geht. So. Dann schalte ich wieder um auf Dings. Und dann gucke ich mal, was ich hier anmachen kann. Lost Places. Gibt es sowas? Das wäre ganz cool. Ich mache mal hier Afterglow einfach an.
Hört sich ja schon mal gut an. Dann brauche ich hier auch kein HD. Schalte ich um auf 360. In Deutschland muss man Internet sparen. Ah, das passt voll geil. Das passt richtig geil. Ist das zu laut oder geht das von der Lautstärke her? Ich hoffe, ich glaube, das ist ganz schön laut, oder? Ich hoffe, dass die Nachrichten im Chat ankommen. Bei mir. Und er stand dort. Und war sich nicht sicher, ob er schießen sollte. Was machen die Hasen hier? Ein Hasenboot fuhr vorbei. Er war sich nicht sicher über die Lage der Situation. Würde er einen Schuss lösen, würde das ganze geordnete Chaos sich auflösen und sich gegen ihn wenden. Ich würde aber gerne die Waffen ausprobieren. Warte mal, ich probiere mal was. Was war Schnellspeichern? Ich hoffe, dass das jetzt gespeichert hat. Ich probier's mal. Okay. Okay, ich glaube, mein Chat funktioniert immer noch nicht. Okay, doch nicht. Okay. So, hier müsste ich eigentlich sicher sein, ne? Ah, jetzt habe ich getroffen. Wow. So, wie kann ich jetzt Luftdruck aufbauen? Ich glaube, da kommt ja, glaube ich, eine Meldung. Und dann mache ich das einfach operative.